Hey Leute, ich bin's wieder, euer leidenschaftlicher Minecraft-Spieler und willkommen zu meiner, glaube ich, dritten Mod-Vorstellung jetzt hier in Minecraft. Heute habe ich für euch den Star Wars Droids Mod und es gibt hier genau drei Droids in diesem Mod. Und ich habe jetzt hier mal die ganzen Crafting-Rezepte aufgebaut, damit ich da nicht immer Crafting-Table öffnen muss, also zu Deutsch eine Werkbank. Und dann euch das mal zeigen muss, es dauert viel länger, als wenn ich euch das hier so zeige mit den Item-Frames. Dafür haben wir sie ja. Also das hier ist erstmal ein Schraubenschlüssel. Mit dem kann man die Droids, die man, wenn man sie gecraftet hat, heilen quasi. Wenn sie jetzt Schaden erlitten haben, ne, kann man einfach rechtsklicken mit dem Schraubenschlüssel auf die Droids machen, dann kommen da so Herzen und dann sind die wieder voll geheilt. Dann kann man hier den Motor craften, der geht so. So, vier Eisen, ein Schalter. Und den Motor, den braucht man für jeden Droid einmal. Und das hier ist dann der... Ah ja, also hier kommt die Power her. Das ist die Stromversorgung quasi, die Stromquelle. Ja, craftet man so mit 6 Eisen, 2 Redstone, 1 Schwarzpulver. Und dann haben wir auch schon die grundlegenden Sachen. Diese zwei Sachen hier braucht man für jeden Droid. Und das hier ist halt der Schraubenschlüssel, wie gesagt, der heilt halt die ganzen Droids dann. Und dann fangen wir mal an. Also hier für den ersten, für den R2-D2, den wir hier uns craften möchten, brauchen wir 6 Eisen. 2 Redstone und ein Diamant, dann hat man hier den Kopf. Dann geht es hier weiter mit dem Kopf und hier 6 weiteren Eisen so hingelegt. Bekommen wir dann den, ja, R2-D2 Kopf. Also das hier ist quasi, nee, das ist nicht der Kopf, sondern das Gehirn hier unten. Und das hier ist dann der Kopf. Ja, dann geht es hier hoch so, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem. Den R2 Körper craftet man hier mit der Power Zelle, also mit dem Strom, mit der Stromversorgung und 8 Eisen außenrum. Dann hier mit dem Motor und 2 weiteren Eisen craftet man die Füße. Und dann hier so 2 Füße da, den Kopf da so, zack. Craftet man den R2-D2, also echt nice. Kommen wir mal zum Brain vom 3P0. Craftet man so, 6 Eisen, 200 Perlen und Diamant. Dann hier Brain rein, 6 Gold. Wartet mal, habe ich das hier richtig gemacht? Braucht man denn wirklich Eisen? Ah ja, ich habe nochmal geschaut, man braucht hier wirklich Eisen, um das Brain von dem hier zu craften. Weil hier ist eigentlich sonst alles aus Gold. Ja, dann hier den Kopf. Damit der Stromversorgung hier wieder. Die Rezepte ähneln sich eigentlich alle, also ziemlich alle gleich. Und dann gibt es hier noch das hier. Das sind quasi, ist quasi der Fuß. Das hier ist Leg und Leg. Nee. Doch. Hä? Das sind beides Füße? Alles klar. Ja, craftet man so rum und das halt andersrum. Und dann so fügt man den dann zusammen. Dann schauen wir uns noch das hier an. Das ist dann ein sehr spezieller Droid. Ja, da braucht man jetzt imperiales Metall. Hier 3 Flint, ein Eisen. Dann hier mit dem Brain. Und das Brain, das bekommt man folgendermaßen. Genau. Ja, so bekommt man das natürlich. 6 Eisen, 2 Blaze Rods, ein Diamant. Dann bekommt man das Brain. Unten sind immer die Sachen, die rauskommen. Dann hier mit dem Motor und diesen zwei Sachen hier, die man wieder vorne craftet, bekommt man dann den Arm von dem Viper Probe. Und um den Kopf zu craften, braucht man hier 7 solches imperiales Metall. Ein Brain natürlich, Stromversorgung und dann bekommt man den Kopf. Und mit dem Kopf und den Armen kann man dann den Viper Probe Droid craften. So, hier haben wir es nochmal, Schraubenschlüssel, die 2 Motoren, also Motor und Energieversorgung, das sind so die Standardsachen und den Rest braucht man, um die Droids zu craften. Mal schauen wir uns mal den Viper Probe an. Ja, spawnen wir den einfach mal, so zack, Rechtsklick. Und dann können wir jetzt dem Droid, also jedem einzelnen Droid können wir einen Namen geben, das ist hier jetzt mal der Horst. Der Horst ist ein guter Freund von mir und auf dem kann man sich auch draufhocken.
wenn man Rechtsklick einfach drauf macht und ich kann jetzt hier mein Inventar öffnen und alles und schaue gerade nach hinten. Ich brich mir gerade das Genick eigentlich. Na gut, ist recht cool. Man schwebt hier einfach drüber und was ich auch noch echt top finde, ist, dass man hier Speed geben kann und jetzt passt auf, jetzt kommt der Hammer, Leute. Und ja, ich schwebe über Wasser. Wie geil ist das denn bitte? Also man braucht hier wirklich nichts machen. Ich muss einfach nur W drücken und der geht hier über die Stufen von alleine. Das Einzige ist, dass hier über so zwei Block hohe Stufen nicht hochkommt. Ich kann auch nicht springen oder so. Nur über ein Block hohe, ja, Pfade kommen da drüber. Kann hochspringen, höher nicht. Wie ein Spieler halt auch. Nur dass es hier alles schön smooth läuft. Oh yeah. Okay, so viel zu diesem Viper Probe. Man kann hier auch nicht irgendwie Rechtsklick machen mit irgendwie einem Inventar öffnen oder so. Ein Guy. Das kann man hier bei diesen schon. Zum Beispiel beim C3P0 oder PO. Wie heißt denn der? Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Star Wars Fan eigentlich. Aber das sollte ich in diesem Video jetzt eigentlich nicht sagen. Ja gut, ja, hier ist er, der C3P0. Kann man natürlich auch benennen. Warte mal, kann ich den hier so zack, zack, rechtsklick? Geht nicht? Okay. Man kann hier übrigens, wenn man den Mod hat, hier im Creative-Modus, Pfeil überklicken, dann hier, zack, Star Wars Droids Mod. Und dann, ja, das weiß jeder. Gut, ich platziere den. Jo. So. Jo, am Start. Jetzt, wenn ich was im Inventar habe und da rechtsklick drauf mache, dann geht da nichts auf. Ich darf nichts in der Hand haben. Da kann ich jetzt zum Beispiel machen, Stay, dann bleibt er stehen, wo er ist, bis auf dann, wenn ich ihn angreife, dann bewegt er sich wieder, das habe ich rausgefunden. Also wieder auf Follow, Stay, und dann kann ich auch Follow machen wieder. So, so viel dazu, dann machen wir mal das State. Der nervige Typ hier. Dann können wir jetzt zum Beispiel Build House klicken, dann baut er uns hier vor Ort ein Haus, und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Genauso, wenn wir gerade beim Thema Lichtgeschwindigkeit sind, wir können übrigens auch wieder Name changen. Ja, okay. Jetzt hat er, glaube ich, auch keinen Namen. Okay, auch nicht schlecht. Ja, und jetzt können wir jetzt quasi, ja, zum Beispiel 100 Blöcke in Lichtgeschwindigkeit in den Norden, traveln. Also, dass wir Lichtgeschwindigkeit 100 Blöcke im Norden sind. Geht, glaube ich, versteht mich schon. Und, ja, er kommt, glaube ich, dann mit. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Da schauen wir uns erstmal den R2-D2 an, bevor wir hier nicht mehr herfinden. Der ist nämlich auch ganz schön nice. Also, ne, hier kann man auch wieder benennen, wenn man ihn spawnt. Ja. Ah, Follow. Macht recht coole Geräusche. Und ihr hört's. Recht viele Geräusche haben sie nicht. This is madness. Und aber mehr sagt er auch nicht. Der R2D2 ist auch nicht sehr gesprächig. Na gut. Auf jeden Fall kann man hier jetzt Power Jump machen. Das ist recht schön. Mach ich mal ein Ding rein. Mal schauen, ob ich da jetzt verreck oder wie das Ganze hier aussieht. Oh, ich verliere gar keinen Schaden. Okay. Ist nicht schlecht. Ich kann aus ihm auch eine Chest rausholen. Also hier, zack, kann ich seine Körperteile in ihn reinpacken. Klingt komisch. Ist aber, ja, ist ja so, ne? Dann machen wir noch einen Power Jump, weil wir gerade so lustig drauf sind. Hahaha. Was für ein lustiger Anlass hier. Ja gut, ich kann den übrigens auch noch färben. Zum Beispiel die Kackbraun, Grün, was auch immer euer Herz begehrt. Zack, wenn es gerade Valentinstag ist, macht den rot. Ja, wenn gerade Frühlingsanfang ist, macht dann grün. Und wenn ihr gerade ja, vom Klo kommt, dann macht ihn einfach braun. Gut. Alles klar. Ich würde sagen, das war's dann soweit mit diesem. Wenn man ihn weiß macht, dann sieht er aus wie normal, oder? Sah der so nur im Normalzustand aus? Weiß ich jetzt gar nicht. Na ja, gut. Oh, der blau. Oder war er blau? Ich glaube, der war blau, ne? Ja, ich denke fast schon. Okay, dann testen wir mal die Lichtgeschwindigkeit hier aus von diesem Typen hier. Ne? So, Lichtgeschwindigkeit. Hier ist so ein Blitz. North. Hui, habt ihr das gehört? Alter, nice. Schöner Soundeffekt. Okay, jetzt sind wir... Warte mal. Wir sind jetzt 100 Blöcke in den Norden. Wenn wir jetzt so quasi 200 Blöcke das gleiche in den Süden machen, müssen wir wieder am Start sein.
What the fuck? Hat er mich jetzt alleine gelassen? Lässt er mich einfach alleine? Ist er jetzt alleine 100 Blöcke in den Süden? Ja, ich glaub's ja nicht. Also, was für eine Unverschämtheit hier. Was macht der denn da? Ist er reingeglitscht oder was? Naja, gut. Ist er jetzt im Haus drin? Ach komm, leck mich doch am Arsch. Was geht denn jetzt ab? Ja, den Viper Probe Droid kann man übrigens mit Shift und Rechtsklick umbenennen. So. Und man. Das sind übrigens die Sounds, wenn man sie tötet. Und der R2D2 droppt übrigens eine Chest. Und wenn man es in der Chest war, dann droppt er es natürlich auch. Und ja, natürlich gibt es viele Bugs. Ihr habt es gerade gesehen mit dem 3P0. Wo ich mich teleportiert habe mit Lichtgeschwindigkeit und dann wieder zurück teleportieren wollte, ging das nicht und mein Game ist abgeschmiert und dann kam ich auch nicht mehr rein in die Welt. Also wenn ich dann wieder joinen wollte in die Welt, dann ist Minecraft abgeschmiert. Ich spiele das gerade in 1.8. Den Mod gibt es auch schon 1.8.9, nur Forge ist dann noch nicht richtig. Ich wollte es mit 1.8.9 machen, aber irgendwie hat bei mir nichts funktioniert. Könnt ihr gerne machen. Natürlich, Bugs werden gefixt. Es gibt in jedem Mod Bugs. Ist ein cooles kleines Add-on für eure Survival-Welt, würde ich mal so meinen. So für die erste Nacht, so ein Häuschen von diesem Kerlchen ist schon nicht schlecht. So, kleine Hütte zu haben. Oder mal eben mit Lichtgeschwindigkeit in den Süden zu traveln. Und probiere es mal aus. Wenn wir jetzt wieder in den East, oder? Ja, funktioniert auch. Jetzt funktioniert's. Ja gut, also so kann man schnell sich umschauen. Hier ist der Kollege und ich würde sagen, wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ist zwar ein bisschen lang geraten, aber ja, ich tue mein Bestes, die nächsten Mod-Vorstellungen kürz zu machen. Und ja, das war's. Sagt tschüss und macht's gut. Ciao.